Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute nochmal eine tolle Idee für euch, die ihr nutzen könnt als Weihnachtskarte oder als Geburtstagskarte für Winterkinder oder mehr. Ich zeige euch auch noch andere Ideen. Und das ist wieder eine ganz besondere Kartenform, die zeige ich euch gleich, was die Tolles kann. Zuerst möchte ich euch kurz erzählen, wie ich auf die Idee zu dieser Karte gekommen bin. Und zwar habe ich zum Geburtstag dieses Jahr diese wunderschöne Karte von meiner lieben Marion bekommen aus meinem Team. Marion ist mein ältestes Teammitglied, also seit die längste Zeit dabei. Und sie hat wirklich eine ganz, ganz zauberhaft schöne Karte für mich gemacht und ich habe mich so sehr darüber gefreut. Die Karte ist nicht nur von außen wunderschön und total detailreich und sehr aufwendig gestaltet. Sie hat natürlich mit meinen Lieblingsblumen gearbeitet, mit den Mohnblumen. Also das war ja mein absolutes Lieblingsset. Hat sich erst über viele Jahre hingestreckt und ich mag es immer noch total gern. Und jede Variante, die ich dafür von bekomme, ist wieder eine neue und eine schöne Idee. Hier im Hintergrund sind die Blüten noch so ausgestanzt. Ich hoffe, man sieht es gut in der Kamera. Mit Tupsen betupst. Oh, hier ist ein Schmetterling weggefallen. Da war noch einer dran, da ist noch einer. Ein schöner Spruch vorne sogar embossed und auch diese ganzen kleinen, feinen Details da mit den Knospen im Hintergrund und den Blättern. Also ich finde nicht nur die Farben wunderschön, sondern eben auch dieses dezente und trotzdem so wahnsinnig aufwendig gestaltete, dass sie hier so viel Arbeit reingesteckt hat, finde ich wunderschön. Und jetzt kommt quasi dieses Highlight, wenn man die Karte öffnet. Also wenn ich die Karte aufmache, sie hat jetzt hier sogar noch einen Tee untergebracht. Das kann man hier unten nämlich ganz gut noch reinschieben. Der fällt aber ein bisschen immer raus, deswegen lege ich ihn jetzt mal zur Seite, damit ihr nochmal diesen coolen Mechanismus seht. Also wenn man das so aufmacht, dann stellt sich hier wirklich dieses Element, das man hier hin macht, richtig fest nach vorne auf. Das ist also eine richtig gigantische Pop-up-Karte, würde ich sagen. Und hat natürlich wieder so einen richtig coolen Zieh- und Schiebemechanismus. Und ja, ich möchte euch gerne zeigen, wie das funktioniert. Auch diese Seite hat sie noch wunderschön gestaltet. Hier sogar mit so einem kleinen, wie so ein Wachsabdruck mit Blüte eingearbeitet und dem Goldflocken und gestempelt und wirklich, also das ist eine total schöne Karte und alles einfach nur perfekt. Der Spruch ist auch noch embossed, also richtig viel Arbeit steckt hier drin. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch gerne jetzt heute zeigen. Und wie gesagt, ihr könnt auch ganz gerne so einen kleinen süßen Teebeutel unterkriegen, das ist auch total cool. Passt hier super rein. Und ich habe aus dieser Kartenform jetzt mal verschiedene Karten gemacht. Zum ersten ist es eine Weihnachtskarte, so eine typische Weihnachtskarte, würde ich fast sagen, mit einem Baum vorne drauf, also mit einem Weihnachtsbaum. Das ist aus diesem Bäume-Set, aus unserem Mini-Katalog, der bleibt auch. Also das Set wird übernommen in den nächsten Hauptkatalog. Und was ich mir hier gedacht habe, weil man ja hier diese kleinen Bäumchen so einzeln, die Baumelemente einzeln ausstanzen kann, habe ich hier unten so einen kleinen Spruch versteckt. Für dich und die deinen, Liebe und Freude. Und dann habe ich hier noch ein paar Sternchen hingemacht. Und jetzt, wenn man das aufmacht, stellt sich hier ein Schildchen auf. Wir senden euch liebe Grüße zum Weihnachtsfest. Und hier hat man noch schön Platz, viele Grüße unterzubringen. Ist ja auch immer ganz gut an Weihnachten, gerade wenn man da vielleicht auch mal einen Brief schreiben möchte, hat man hier eine große Karte und viel Platz zum Schreiben. Was ich allerdings bei dieser Karte ein kleines bisschen bemängeln würde, was ich noch durchgehen lasse, ist, dass man hier an der Seite die Schleife sieht. Also das könntet ihr bedenken, wenn man das jetzt hier einfach abschneidet und ein Viereck draus macht, dass man halt an der Seite nicht rauskommt. Wäre machbar, ist aber auch nicht so schlimm. Also ich finde gerade bei der Karte ist es schön, weil das Band natürlich auch so glitzert und schimmert und es passt schon so zum Gesamtbild ganz gut dazu. Bei der nächsten Karte, die ich gemacht habe, habe ich das wirklich beachtet. Das ist diese Karte, also das ist jetzt eine Karte, da steht, ich schicke dir eine Umarmung aus Papier. Das Ganze ist embossed und hier habe ich mit einem ganz alten Set gearbeitet, mit so Blumen und Schneeflocken war das. Wenn ich es aufmache, seht ihr gleich, welches Set das war, glaube ich. Das kennen auch viele von euch, jetzt habe ich leider einen Glitzerpunkt verloren. Aber die finde ich ganz besonders schön, weil die so, gerade dieses tolle Designerpapier, ich glaube, das war von vor 2 Jahren oder so, das ist so eins meiner Lieblingspapiere, die ich immer nur ganz selten benutze. Hier so im Hintergrund, ich finde, es passt total gut. Und mit den Blümchen hier so zart drauf. Also mir gefällt die Karte sehr gut für ihre Schlichtheit und Eleganz. Und hier in der Mitte stellt sich diese traumhaft dünne Schneeflocke eben auf. Und hier hat man noch
Platz zum Schreiben. Hier steht jetzt Glückwunsch, Großes entsteht, wenn du liebst, was du tust. Diese Karte bekommt auch jemand ganz Besonderes. Und ja, ich finde diese Variante total schön. Und hier finde ich es eben auch super, dass man die Schneeflocke an der Seite nicht sieht. Also gerade wenn ihr das verschicken wollt, wäre es natürlich gut, wenn es an der Seite nicht rausspitzelt. Also ihr seht, ihr könnt hier alles drauf machen. Ihr könnt Sprüche drauf machen, irgendwelche Sachen ausstanzen oder eben ein Herz drauf machen oder so. Also das kann man wirklich für alles einsetzen. Und eben auch wieder dieser tolle Mechanismus, dass sich das so weit aufstellt. Und die letzte Karte ist auch eine Weihnachtskarte, die ist auch sehr elegant, aber leider auch hier habe ich vergessen, dass an der Seite dieses Teil drauf steht. Ist auch noch okay, ist schön in der Mitte, passt, es sieht auch irgendwie witzig aus. Man meint, vielleicht muss man da irgendwo ziehen, aber ja, war eigentlich nicht so gedacht. Also das könntet ihr beachten, wenn ihr die Karte bastelt. Hier habe ich ein bisschen mit Silberfäden gearbeitet und ich hoffe, man sieht es. Also das ist eben das gleiche Designerpapier wie hier, also das gleiche Set. Und da habe ich in den Hintergrund diese schöne, ich glaube Lichter, irgendwas mit Lichter heißt das, wo man diese einzelnen Elemente ausstanzen kann. Diesen Kreis, dass das hier so schön strahlt. Und da ist auch noch so ein Band im Hintergrund, so ein Glitzerband. Also die Karte, vor allem wenn man sie vor sich hat, wirkt sie wunderschön, ist sie total schön. In der Kamera weiß ich nicht, ob es genauso rauskommt. Und hier habe ich so gemacht, da habe ich fröhliche Weihnacht überall drauf gestempelt und das hebt sich natürlich hier auch wunderbar hervor mit diesem Mechanismus. Hier noch ein bisschen so gestanzt, dass man die Grundkarte sozusagen durchsieht, ein paar Glitzis. Ich finde auch diese Karte ist wunderschön und elegant. Ja, also das wäre eine tolle Vorlage auch für Winterkinder, Wintergeburtstagskinder. Und wir machen aus dem Ganzen heute wieder was ganz anderes. Und zwar machen wir eine Babykarte, eine Weihnachtsbabykarte sozusagen. Denn bei uns im Freundeskreis steht eine Geburt an sozusagen. Und zwar könnte das ein Christkindle werden. Also der Termin ist sehr nah an Weihnachten. Und deswegen dachte ich, diese Karte können wir heute als Weihnachtskarte machen. Oder in meinem Fall mache ich es als Geburtskarte und genau, seid gespannt, wie das Design dieses Mal rauskommt. Also könnt ihr genauso gut als Weihnachtskarte oder als Geburtstagskarte natürlich nutzen. Und als Material braucht ihr, ich habe jetzt hier Schiefergrau als Grundkarte und Grundweiß und Designerpapier, da nehmt ihr, was ihr habt. Ich habe jetzt hier mal dieses Eisbären-Set rausgesucht, weil es halt ganz gut passt für Babys, aber auch natürlich auch für Weihnachten und das wäre jetzt in diesem Fall natürlich ganz praktisch. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, was ihr dafür Maße braucht. Also, ich habe jetzt hier mal alle Maße aufgeschrieben. Ihr müsst im Prinzip hier oben, wenn ihr jetzt auf Pause drückt, habt ihr alle Maße auf einmal im Blick. Und ich sage die aber jetzt beim Basteln nochmal dazu. Aber hier hättet ihr alle Maße super im Überblick. Noch ein Hinweis, die Franny aus meinem Team hat auch schon so eine ähnliche Karte gebastelt. Das Video dazu verlinke ich euch mal in die Infobox unten drunter. Die hat nämlich ein anderes Format gemacht und auch eine wunderschöne Karte. Also schaut da gerne mal vorbei bei Liebstes Grün von der Franny. Und genau, jetzt starten wir. Ich habe eine Grundkarte und ich habe mich jetzt hier für Schiefergrau entschieden, denn ich weiß noch nicht genau, wird es ein Mehl oder wird es ein Wupp? Schiefergrau ist noch ein bisschen neutraler als das dunkle Blau, aber das würde von der Farbe auch wunderschön ausschauen, wenn man so dieses Marineblau aufgreift. Das wollte ich euch nur zeigen. Also würde auch sehr schön sein. Aber die tue ich jetzt mal auf die Seite. Und zwar ist meine Grundkarte 28 x 14 cm. Und ich habe es an der langen Seite gefalzt bei 14 cm, sodass wir eine schöne Klappkarte haben. Und ich werde jetzt gleich diese Frontteile draufkleben, damit wir nicht so viel Material hier rumfliegen haben. Ich habe jetzt ein grundweißes Papier, das passt hier genau drauf. Das hat das Maß 13,5 x 13,5 und ein Designerpapier aus diesem Eisbären-Set mit dem Maß 13 x 13. Und das Ganze klebe ich mir jetzt schon mal auf, damit hier, wie gesagt, nicht so viel rumfliegt. Das ist jetzt so meine Frontseite. Ich habe noch überlegt, ob ich ein Pergamentpapier hier vorne noch drauf mache. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Karte vorne gestaltet, aber das würde sich bei vielen Sachen, denke ich, auch ganz gut machen, wenn man mit so einem Pergamentpapier arbeitet. Ich lasse die Frontdeko heute in diesem Video auch so, wie sie jetzt ist, denn ich werde wahrscheinlich noch so einen Streifen hierhin machen und dann vielleicht den Namen vom Baby drauf machen und dann noch einen Eisbär oder irgendwie sowas. Also die Deko vorne lasse ich noch offen, weil ich noch nicht weiß,
wird es ein Mädel, wird es ein Bub und ja, Namen vielleicht könnte man auf die Karte immer schön machen, deswegen. Heute geht es also ganz besonders um diesen Mechanismus, dass ihr die Karte basteln könnt und weniger um die Deko. Innen rein braucht ihr auch noch ein Designerpapier, das kommt dann auf die rechte Seite und das hat das Maß 13,5 mal 13,5. Und auf die linke Seite habe ich mir jetzt einfach ein Stück ausgestanzt mit diesen, wie heißen sie, mit Büttenrand, glaube ich, oder? Genau, Rechtecke mit Büttenrand, das wären die hier. Da habe ich das zweitgrößte rausgenommen. Die hätten die Bestellnummer, die hier unten ist. Aber falls ihr das nicht habt, könntet ihr euch da auch einfach einen Farbkarton in Weiß ausschneiden, so wie ich es sonst gemacht habe. Der hätte das Maß 13,5 mal 10,5. Also der kann nicht ganz so breit werden, weil hier der Mechanismus hinkommt, aber das würde vom Maß genauso reichen. Und dann brauchen wir für den Mechanismus noch zwei Elemente in Schiefergrau. Und ich nehme jetzt zuerst den kleineren, der hat das Maß 16 mal 5 cm und ich falze mir den einmal bei einem Zentimeter an beiden Seiten, rechts und links. Das heißt, ich lege mir das hier bei einem Zentimeter an und falze mir das, drehe es mir einmal rum und nochmal bei einem Zentimeter. Dann haben wir hier zwei Falzlinien. Die knicke ich mal ein, dass ihr das besser seht und die schräge ich mir so ein bisschen ab. Die brauchen wir nachher. Also das können wir uns gleich mal schön nach hinten falzen, diese Falzlinien. Und den anderen Farbkarton, den wir noch brauchen, auch in Schiefergrau, der hat das Maß 25 cm in der Länge mal 4 cm in der Höhe. Und den falzen wir uns jetzt gemeinsam an der langen Seite. Einmal bei 2 cm. Das lege ich mir auch wieder hier an bei 2 cm. Dann drehe ich es mir um. Dann habe ich also hier meine 2 cm. Den nächsten bei 13,5 cm. Bei 18 cm. Und bei 19,5 cm und den letzten bei 24 cm. Ich wiederhole es nochmal kurz: bei 2 cm, bei 13,5 cm, bei 18 cm, bei 19,5 und bei 24 cm haben wir jetzt hier Falzlinien drinnen. Und das war's auch schon. Also, das ist der ganze Mechanismuszauber. Und jetzt nehme ich mir mein Designerpapier her, drehe mir das auf die andere Seite. Und markiere mir noch zwei Punkte mit einem Lineal und einem Bleistift. Und zwar markiere ich mir das jetzt hier oben, einmal bei 5,5 und einmal bei 10,5 cm. Also einmal bei 5,5 einfach einen kleinen Punkt hinmachen und bei 10,5. So. Und das Ganze, ich nehme euch jetzt mal näher ran, dass ihr mehr seht. Also hier habe ich meine Punkte, mache ich jetzt unten genau nochmal. Wieder bei 5,5 und bei 10,5 cm. In diesem Bereich kleben wir jetzt nämlich unseren ersten Teil, und zwar das ist das hier, das wir uns so gefalzt haben, an. Und dazu lege ich mir das jetzt einmal so hin und drehe es mir einmal um. Also so wird es nachher angeklebt. Das heißt, ich muss hier innen drinnen mein Klebeband aufbringen. Und das mache ich mit Ablaufklebeband. Und zeige euch das jetzt nochmal kurz. Also ihr klappt es nachher dann so ein. Also nicht außen hinkleben, sondern innen rein in die Laschen. Und das lege ich mir jetzt hier in diesen Bereich, den wir uns gerade markiert haben, auch so ein. Das heißt, ich möchte versuchen, oder ich möchte, dass dieses Element, wenn ich es jetzt mal so rumdrehe, genauso in diesem Bereich ist. Also hier gucke ich, wo ist meine Markierung, und da dazwischen lege ich mir jetzt hier meine Klebelasche an. Und das Gleiche schaue ich unten auch gleich. Und bevor ich mir diese Schutzfolie von der Klebelasche wegmache, gucke ich auch noch, dass mir das Papier hier oben und unten mit dem gleichen Abstand liegt, damit wir hier einen schönen Rahmen haben. Also dass es nicht zu weit unten oder zu weit oben ist, sozusagen. Also ich mittel mir es aus zwischen meinen Markierungszeilen und Zeichen und zwischen meiner
Höhe sozusagen. Und jetzt, wenn ich das gut ausgemittelt habe, kann ich einfach die Klebefolie abnehmen und mir das einmal runterklappen. Unten genauso, da wird es halt nach oben geklappt. Und so habe ich jetzt hier einen schönen Rand, der unten und oben gleich ist. Und auf der anderen Seite sozusagen meinen Streifen, der hier so anliegt. Und der muss ein bisschen abstehen, weil da fehlen wir uns jetzt gleich den Mechanismus durch. Und jetzt nehme ich mir diesen dünnen Streifen, den wir uns schon gefalzt haben. Und hier liegt jetzt diese 2 cm Lasche. Und diese Lasche knicke ich mir jetzt hier so ein und falze mir das jetzt mal nach. Also ich lege die sozusagen nach unten. Und alle anderen Laschen knicke ich mir eigentlich nach oben nach. Das heißt, ich mache hier die Falzlinien richtig schön, ziehe ich nach. Und die ganz kleine Lasche, seht ihr, dass die ist jetzt nach oben geklappt. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Und diese 2 cm Lasche, die jetzt nach unten liegt, die bleibt da. Und der Rest stellt sich nachher dann so auf zu diesem schönen Dreieck, wo dann unser Mechanismus ist. Und jetzt klebe ich mir einfach ein Stück Abreißklebeband auf meine Lasche hier rechts. Auf die Oberseite, also die ist nach oben geklappt. So, wenn die vor uns liegt. Und die andere Lasche ist ja nach unten geklappt. Da klebe ich mir das jetzt auch auf. Dann mache ich einfach 2 Klebestreifen hin. Das ist ganz gut, wenn das ein bisschen dicker ist, weil das ja den ganzen Mechanismus hin und her zieht. Genau, und jetzt liegt das so vor mir. Diese Lasche ist schon so eingeklappt, also normalerweise liegt es so flach. Diese Lasche ist so eingeklappt und diese Lasche klappe ich jetzt wieder nach unten. Okay, so arbeiten wir jetzt gleich weiter. Das heißt, ich nehme mir mal meine Grundkarte, mein Designerpapier. Das ist dieses Teil, das wir schon zusammengeklebt haben. Und jetzt mache ich so, jetzt fädle ich mir einfach diese dünne Lasche durch die etwas breitere Lasche hier durch. Und klebe mir diesen kleinen Klebelaschenteil hier gleich an. Und ihr seht das, das passt eigentlich perfekt auf das Designerpapier. Ich lasse jetzt mal die andere Karte noch weg, dass ihr es besser seht vom Kontrast. Also ich habe hier diese kleine Klebelasche eingeklappt und lege mir die genau hier bündig an diesen Streifen an. Und versuche auch, dass es schön in der Mitte ist. Und wenn ich mir sicher bin mit der Positionierung, mache ich einfach den Klebestreifen hier weg oder diese Schutzfolie. Klappe mir das jetzt wirklich nochmal so ein, wie gerade erklärt, und klebe mir das hier schön bündig an diesen Streifen an. Können wir das auch nochmal so drüber falzen und zeige euch das jetzt also nochmal ganz genau. Die klebt jetzt hier drauf, diese Lasche. Hier sieht man sie, wenn man innen reinschaut. Also so klebt die drauf. Und diese Lasche mit diesen Klebebögen liegt hier noch. Und ist hier so unten reingefädelt. Okay, also das ist die einzige Stelle, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, dass diese Klebelaschen wirklich so liegen, wie ich es euch gezeigt habe. Weil so entsteht dieser ganze Mechanismus. Und jetzt lasse ich das einfach so flach liegen. Ihr seht, wie das hier unten eingewickelt ist sozusagen. Ich lege das jetzt einfach ganz flach hier mal hin. So halte ich das. Nimm nochmal meine Karte, schau, dass er richtig rum ist. Und klebe mir jetzt erstmal mein Designerpapier komplett hier so auf. Also ich habe mir das jetzt so hier hingelegt, drehe mir das jetzt einmal um, nimm nochmal Flüssigkleber und klebe mir jetzt diese ganze Fläche sozusagen einmal auf. Damit das auch hier schön auf der Seite, auf der rechten Seite schön mittig ist. Also man hat da hier so einen kleinen grauen Rand, der sieht total schön aus, finde ich, ganz, ganz edel die Karte. Und jetzt habe ich hier ja noch diese 2 Klebeschutzfolien, diesen 2 Klebestreifen. Und die ziehe ich jetzt noch ab und lasse das einfach so ganz flach liegen, wie es jetzt auch liegt. Jetzt aber. Also ich lasse das ganz flach hier liegen. Ihr seht den Kleber ein bisschen noch. Seht ihr den? Also hier liegt es ganz flach und jetzt fahre ich einfach die Karte einmal zu, drücke das hier ganz besonders gut an und habe es geschafft, wenn ich jetzt die Karte öffne, stellt sich hier dieses schöne Dreieck auf. Und das war's auch schon.
Also das ist der ganze Effekt von dieser wunderschönen Karte. Jetzt mache ich noch die bisschen Deko-Sachen rein. Ups, da war noch was auf der Rückseite gestempelt. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier schön einbauen. Und jetzt könnt ihr jetzt sozusagen diese Mitte noch dekorieren. Und auch hier mache ich so, also ich habe mir jetzt da schon mal ein Etikett ausgestanzt und ganz herzliche Glückwünsche zur Geburt drauf gestempelt. Falls ihr die Stanzformen sucht, das wären die tierischen Freunde. Das sind ältere Stanzformen, aber das sind diese ganz großen Elemente drin. Die sind, finde ich, für diese Mitte total schön. Und die Stempelsets, die ich benutzt habe, sind auch älter, aber vielleicht habt ihr die zu Hause verspielt, das zur Geburt und im Babyglück. Da sind eben diese schönen Sprüche drin. Ganz herzliche Glückwünsche zur Geburt und Babyglück ist Liebe auf den ersten Blick. Und damit habe ich das so ein bisschen von den Sprüchen gestaltet. Und um das aufzukleben, mache ich es auch so, dass ich mir da noch ein Stück Abreißklebeband draufklebe oder zwei. Wobei ich glaube, eins reicht eigentlich ganz gut. Schön mittig. Das hebt dann eben hier dieses ganze Element, dass sich so schön aufploppt. So, also ihr seht jetzt schon, macht schon voll was her, oder? Also ich finde, jetzt ist ja die Karte noch nicht richtig dekoriert, aber mit diesen paar Elementen hat man da schon eine gigantische Karte. Hier schaut an der Seite auch nichts raus, ich habe es mich dran gehalten. Und jetzt habe ich mir gedacht, da gibt es eben zu diesen Eisbären auch solche Stickerteile oder so Karten. Ich war auf der Weihnachtsfeier von meiner Upline und da haben wir das bekommen. Und da hat sie eben auch dieses Kartenset dazu ausgeteilt. Und ich finde diese Kartensets immer wunderschön, aber ich nutze die so selten. Oder ich habe sie dann und benutze nicht. Und bei dieser Karte habe ich mir gedacht, könnte ich die ja gerne einbauen, weil wir zum einen die Eisbären natürlich haben. Das ist natürlich auch schön für die Kinderlein. Und ja, das sind einfach süße Motive und so tun wir uns in der Dekoration eigentlich viel, viel leichter und brauchen nicht so viel, ja, was noch hin muss sozusagen. Und nachdem ich nicht genau weiß, wie ich die Frontseite mache, habe ich mir gedacht, platziere ich jetzt hier mal so einen kleinen Eisbär, der hier so neugierig vorbeischaut. Und ich glaube, den mache ich nachher dann, wenn ich den Namen irgendwann weiß, auf die Frontseite. Das finde ich voll süß. Ihr habt ja auch so kleine Fähnchen, die könnt ihr auch super unterkriegen. Ich habe es auch so gemacht, dass ich die Fähnchen einfach abgeschnitten habe auf eine bestimmte Länge. Seht ihr das? Ich würde das jetzt hier oben noch hinmachen. Das finde ich immer total schön. Muss nur gucken, dass das dann einigermaßen okay ist, schon weil wir hier oben ja diesen geprägten Rand haben. Ich finde, das sieht schon ganz süß aus, wie so ein kleiner Schal. Und daneben könnten wir theoretisch jetzt noch mal ein Fähnchen machen, das man so ein bisschen kürzer macht. Ich glaube, das passt auch noch ganz gut. Das schneide ich jetzt auch so ein kleines bisschen gewellt ab. Schauen wir mal, ob das schon passt. Also ich finde es immer süß, man kann da auch mit diesen Reststücken oder Randstücken ganz süße Sachen machen. Haben wir hier jetzt zwei süße Fähnchen und den Eisbären. Ich glaube, das mache ich auch noch hin. Kürze ich mir mal so ein. Und hier noch hin. So hat man schon mal ganz süße, viele Deko und kann wirklich noch ein bisschen weitermachen, wenn man möchte. Wie gesagt, ich warte jetzt mit der Frontdeko noch, was es für den Namen gibt und würde es dann in die Frontseite bauen. Aber für innen drin finde ich das schon wunderschön. Und wenn es ein Mädchen wird, mache ich vielleicht noch ein paar Glitzersteine außenrum oder so. Und ja, so hat man einen schönen Platz für Grüße und eine total süße Babykarte, wie ich finde, mit diesem schönen Mechanismus. Das macht sich einfach total gut. Und ich mache, das macht halt so viel Spaß, wenn man die Karte aufmacht und dann kommt einem dann noch was entgegen, was Schönes. Ja, also ich finde, das ist eine ganz, 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 ganz tolle Kartenform und möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bei dir, liebe Marion, für diese zauberhafte Karte bedanken und diese wunderschöne Idee, die du ja, mir da in die Hand gegeben hast. Ich finde die wunderschön und großes, großes Dankeschön. Und euch hoffe ich auch, dass die anderen Kartenideen gut gefallen, dass ihr die Karte nachbastelt, dass ihr da Freude dabei habt. Und jetzt seht ihr, wie gesagt, man kann die für jeden Anlass super nutzen, diese Karte. Und hat immer eine ganz, ganz tolle, effektvolle und
schöne Karte dann parat sozusagen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Drückt gerne auf die Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich sage kreativ etwas Neues. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.